Guten Morgen, Deutschland. Seit zwei Tagen wird uns hier in Deutschland von einem Chef der Bundeswehr, dem Herrn Breuer, von einer Frau Baerbock und von vielen anderen da draußen erzählt, dass es doch mit Sicherheit der Putin war, der Russe war, der das DHL-Flugzeug zum Absturz gebracht hat. Es wäre ein Muster, es wäre ein Test der Russen. Sie wollten ausloten, wie weit sie mit ihrer hybriden Kriegsführung in Deutschland gehen können. Unabhängig davon, dass seit zwei Tagen eigentlich in den Zeitungen auch steht, dass es möglicherweise menschliches Versagen war, technische Mängel waren. Und diese Artikel kommen immer mehr, auch heute Morgen wieder. Da wird von falsch verstandenen Funksprüchen gesprochen. Da wird davon gesprochen, dass es wohl Unstimmigkeiten im Cockpit gab. Da wird davon gesprochen, dass Funksprüche nicht richtig angekommen sind, dass die Piloten möglicherweise nicht wussten, wo sie überhaupt in dem Moment waren, ob sie auf der richtigen Position waren, auf der richtigen Höhe waren. Aber es ist ja gut, wenn man in Deutschland nach so einem Fall erstmal sagt, hey, der Vladi war's, ne? Der Russe war's. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster heute Morgen und werde euch sagen, wir werden bald nicht mehr viel von dem DHL-Flugzeug hören. Denn wahrscheinlich wird es auf menschliches Versagen oder technisches Versagen hinauslaufen. Aber denkt immer daran, liebe Bundesbürger, wenn irgendwas auf dieser Welt passiert, ist grundsätzlich erstmal Putin und der Russe schuld. Genau. Ja. Übrigens, der Russe ist auch schuld, dass die Ukraine jetzt möglicherweise bald, ja, kurz vor den Minderjährigen steht, die man an die Front schicken möchte. Keine Chance, liebe Leute. Heute Morgen kommt die Meldung, dass die USA die Ukraine drängen, jetzt langsam doch mal die 18-Jährigen einzuziehen. Und das muss man erst mal sacken lassen. Da draußen laufen ja Leute wie Giesewetter, wie Röttgen, wie Hofreiter, wie Strack-Zimmermann, wie unsere ganze deutsche kriegsgeile Politikkaste herum und fordert, den Russen zu besiegen, den Russen zu bekämpfen und fordert immer noch Waffen und immer noch Raketen und immer noch Material. Dabei hat die Ukraine scheinbar ein großes Problem, nämlich das, was wir schon seit langer Zeit sagen, ein Personalproblem. Und liebe Leute, wir schauen jetzt mal in die Geschichte zurück. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe mich nicht oft mit der deutschen Geschichte befasst, aber ich kann mich daran erinnern, in der Geschichte gelernt zu haben, wie das damals zwischen 33 und 45 war. Und zum Schluss hat man was gemacht hier in Deutschland? Genau, man hat die Kinder, die Jugendlichen, die Minderjährigen auch an die Front geschickt und verfeuert, um Berlin zu retten. Ja, und was erleben wir jetzt in der Ukraine? Die USA drängen die Ukraine dazu, jetzt halb Erwachsene, gerade mal 18-Jährige, an die Front zu schicken und auch noch zu verfeuern. Für was, liebe Leute? Es ist so unglaublich, wenn man die Nachrichten verfolgt und ihr könnt alles lesen da draußen. Und ich kann nicht verstehen, wie viele Menschen hier draußen in Deutschland immer noch dafür sind, Waffen zu liefern, weiterzumachen in der Ukraine. Im Krieg ist es in der ersten Regel so. Zuallererst kommen mal die Wehrfähigen dran. Und das sind in der Regel die 20- bis 40-Jährigen. Das sind die strammen Soldaten. Die werden als erstes verfeuert. Wenn das dann nicht mehr reicht, dann geht man in die Altersklasse 40 bis 50. Dann, wenn das auch nicht mehr reicht, dann wird es schon schwer. Denn dann muss man schon in die gesetzteren Klassen gehen, wo Menschen möglicherweise, ja, vielleicht noch ein Gewehr halten können, aber psychisch, physisch das Ganze gar nicht mehr durchhalten können, nämlich ab dem Bereich 50 aufwärts. Und dann kommen irgendwann die ganz Jungen dran. Dann kommen die ganz jungen Söhne und Töchter dran. Und an dem Punkt sind wir jetzt mittlerweile durch die heutige brandaktuelle Meldung in allen Leitmedien in Deutschland, da sind wir jetzt. Und was noch viel schlimmer ist, die USA drängen die Ukraine. Und ich habe jetzt wirklich mal eine Frage an den Schauspieler in Kiew, der sich da unten noch Präsident schimpft, obwohl er eigentlich schon längst hätte, ja, abdanken müssen.
weil Wahlen hat man ja nicht stattfinden lassen aufgrund eines Krieges. Genau. Lieber Herr Zelensky, wollen Sie jetzt auch noch die Kinder verfeuern? Für Rohstoffe, für Macht, für Korruption? Auch das noch? Ich meine, wann wird es da draußen diesen Kriegstreibern hier in Deutschland mal klar, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist gegen Russland? Und dass man jetzt zusehen muss, dass man diesen Krieg jetzt beendet. Dass man einen Waffenstillstand sofort auf den Weg schickt. Und dann sich an den Verhandlungstisch setzt und leider wahrscheinlich Kröten schlucken muss. Wie viele Leute sollen noch sterben? Wann begreift man hier in Deutschland bei diesen ganz, ganz vielen dummen Menschen, dass Krieg kein Call of Duty ist? Das frage ich mich allen Ernstes mittlerweile. Wenn wir jetzt schon an den Punkt kommen, wo andere Länder drängen, doch schon, nicht mal ganz Erwachsene, an der Front zu verfeuern, liebe Leute. Ich finde das schon krass. Und was auch krass ist, ist das, was hier in Deutschland passiert mittlerweile. Zwei Meldungen, die natürlich Deutschland in der Masse kaum noch interessieren, weil man will ja über das Thema Corona, RKI, über das Thema Lockdowns, Impfpflichten, da will man ja gar nicht mehr drüber reden. Man möchte das ja am liebsten verschweigen, denn man weiß ja mittlerweile, dass man damals richtig Scheiße gebaut hat, nicht wahr, liebe Leute? Und das wisst ihr alle da draußen, die sich damals hingestellt haben und die Menschen verunglimpft haben. Aber wir müssen einfach darüber reden. Wir dürfen das nicht vergessen. Wir dürfen nicht vergessen, was die Politik gemacht hat. Die sogenannte Wissenschaft. Der Ethikrat unter Pandoras Büchse Alena Büchs, der war ja richtig ethisch, nicht wahr? Und wie wir jetzt seit gestern mittlerweile wissen, war das wohl gar nicht so ethisch, was wir alle da draußen gesagt haben. Dass es diesem Ethikrat nie um Ethik gegangen ist, sondern dass dieser Ethikrat unter Führung von Frau Büchs politischer Erfüllungsgehilfe war. Denn anders kann man die E-Mails zwischen ihr und Jens Spahn, die jetzt veröffentlicht wurden, nicht verstehen. Das ist gestern rausgekommen. Ein E-Mail-Verkehr zwischen dem Ethikrat und der deutschen Politik. Wie würde man das jetzt überspitzt sagen? Ja, was können wir denn für Sie Schönes tun? Ist doch ethisch, oder? Und interessant ist auch, dass zum Beispiel am 26.03. diesen Jahres, das war im März, wir erinnern uns, das ist noch gar nicht so lange her, da hat sich Herr Lauterbach, der Gesundheitsminister, der beste Bundesgesundheitsminister aller Zeiten, vor die Presse gestellt und hat damals noch vollmundig gesagt, also ich weise jeden Vorwurf der politischen Einflussnahme auf das RKI zurück, was die RKI-Falls ja unmissverständlich klargemacht haben, dass das eine glatte Lüge war vom Herrn Lauterbach. Aber er hat es ja trotzdem immer wieder wiederholt. Es hätte keine politische Einflussnahme auf das RKI stattgefunden. Ich zitiere den Deutschlandfunk vom 26.03.2024. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat den Vorwurf der politischen Einflussnahme auf das Robert-Koch-Institut in der Corona-Krise zurückgewiesen. Das RKI habe unabhängig von politischer Weisung gearbeitet, sagt der SPD-Politiker. Und jetzt springen wir vom 26.03. auf den 27.11. Das ist gestern gewesen. Gestern, ja. Und ich zitiere das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, ist ja auch eines der seriösen Quellen in Deutschland, ne? Wie man so schön sagt. Und ich zitiere die Überschrift direkte Einflussnahme des Ministers. Ups. Lauterbach untersagte dem RKI die Absenkung des Corona-Risikos. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat nach einem Bericht direkten Einfluss auf die Corona-Risikostufe im Jahr 2022 genommen. Doch die Entscheidungen zu der Zeit seien gerechtfertigt gewesen, findet er. Er hat also gelogen. Ein Bundesgesundheitsminister, der erstens schon im März diesen Jahres der Lüge überführt wurde, weiterhin im Amt ist und der jetzt, seit gestern, nochmal der Lüge überführt wurde. Und er ist immer noch im Amt. Und ich frage mich eigentlich, liebe Deutsche, es ist schwer zu verzeihen,
Und wir werden vielen von euch vieles nicht verzeihen können. Und vergessen werden wir das auch nicht können. Aber meint ihr nicht langsam, es ist Zeit, reinen Tisch zu machen? Für diese Politiker? Findet ihr nicht, es ist wirklich langsam Zeit, dass diese Lügen jetzt alle mal aufgearbeitet werden und dass Konsequenzen für diese Politiker folgen? Denn 4 Jahre hat man dieses Land hier drangsaliert, die Menschen. Und das natürlich, ihr da draußen, liebe Bundesbürger, die das mitgemacht haben, für Bratwurst und alles, dass ihr da draußen, dass euch das peinlich ist, logischerweise, das kann man verstehen. Den Deutschen war ja schon immer vieles in der Geschichte peinlich, nicht wahr? Und auch Corona ist sehr peinlich. Aber liebe Leute, wenn ihr das schon nicht öffentlich könnt, ihr da draußen, ja, die mitgemacht haben, dann macht es doch wenigstens für euch selbst. Und an die Politiker da draußen, wie Lauterbach, wie Spahn und alle anderen, es wird Zeit, es wird wirklich Zeit, dass ihr geschlossen zurücktretet und eine gerichtliche Aufarbeitung kommt. Und zwar komplett alles. Es wird Zeit. Impfpflicht, Lockdowns, Schulschließung, Maskenpflicht. Der ganze komplette Wahnsinn muss hier neutral aufgearbeitet werden. Und es müssen Konsequenzen folgen. Weil eines, liebe Bundesbürger, muss man hier ganz eindeutig sagen, das darf nie wieder passieren. Nie wieder.